Ich habe einen. Bitte bleiben Sie sitzen. Liebe, weiß ich, Frau Wehner, aber ich weiß, dass Sie stehen können. Das ist Frau Wehner, Frau Anna Wehner aus Frankfurt am Main. Und die Blümchen, Frau Wehner, sind für Sie, weil am Montag ist Frau Wehner 100 Jahre alt geworden. Frau Wehner, ich freue mich so, dass Sie bei uns sind. Wenn man 100 Jahre lang gestanden hat, darf man sich auch wieder setzen. Aber ich habe eine Freude für Sie. Willi Schneider singt Ihnen nachträglich ein Geburtstagsständchen. Man müsste noch mal 20 sein. Willi Schneider, komm her. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo am Wiesenrhein vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnt wie damals, ich glaube, dann entschied es sich nochmal, nochmal für dich. Ich glaube, dann entschied es sich nochmal, nochmal für dich. Sitzt der Mensch beim Weine, werden alle seine längst vergessenen alten Wünsche wach. Und er hängt dem Größten und vielleicht dem Schönsten seiner oft geträumten Träume nach. Kämen doch die Zeiten, die vergingen wieder. Käme doch die Jugend einmal noch zurück. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals und irgendwo am Wiesenrhein vergessen die Zeit. Und wenn das Herz dann ebenso entscheiden könnt wie damals, ich glaube, dann entschied es sich nochmal, nochmal für dich. Ich glaube, dann entschied es sich nochmal, nochmal für dich. Du, ja, du nur allein wirst den Traum mir verzeihen, den ich heut geträumt hab, geträumt hab beim Wein. Du, ja, du nur allein wirst den Traum mir verzeihen, den ich heut geträumt hab, geträumt hab beim Wein. Wir gehen gleich ans Zusehen. Komm, wenn einer so vom Wein kommt, dein Applaus. Bitte. Willi, darf man jemand, der so viel vom Wein singt, einen Äppelweinkrug anbieten? Aber selbstverständlich, da gibt's auch andere Weine. Ich weiß, du hast einen wunderschönen Weinkeller. Und da wirst du, und das ist auch ein Glas für dich zu trinken. Du hast so viele Weinlieder gesungen. Wie viele werden es gewesen sein? Wie viele Weinlieder? Ah, die kann ich nicht mehr zählen. Kannst du gar nicht mehr zählen. Nee. Fein schmeckt uns der Wein. Ja, der Wein ist gut. Ja. Schütt die Sorgen. Schütt die Sorgen, ja. Ja, in ein Gläschen Wein. Das muss ich die Woche getrunken haben. Da waren sämtliche Sorgen drin. Ja, ja. Also, ja, so. Hör mal, du siehst aber ganz lustig aus. Ganz gut dafür, aus. Ich weiß nur ein Hobby. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Darf man einmal ein Hobby von dir verraten? Warum nicht? Er liest begeistert Karl May. Es gibt kaum einen Karl May-Band, den du nicht hast. Er liest Karl May. Ja. Das ist doch schön, ne? Ja, hast du ganze Sammlung von Karl May-Bänden. So ungefähr. Hat er gesagt, selbst im Flugzeug, beruhig dich, hast du mir gesagt,
Nimmst du einen Karl May mit? Hm? Und jetzt geht's zur Kur nach Bad Mergentheim. Ja, Montag. Da wünsche ich dir alles Gute, gute Erholung und viel Freude. Es hat mich sehr gefreut. Willi, und eins muss ich mir versprechen. Hm? Bei der Weinkarte, du warst ja jetzt bei Wein lange Zeit gewesen, dass du öfter ein bisschen bei mir beim Äppelwein reinschaust. Herzlich gerne. Werde ich mich sehr freuen. Lieber Willi Schneider, Wiederschauen. Ja? Danke. Auf Wiedersehen.